In diesem abgelegenen Tal im französischen Vercors wird der Strom lokal erzeugt. Ein Mikronetz, das aus erneuerbaren Energien gespeist wird, verteilt Strom an 38 Haushalte. Auch diese Familie profitiert davon. Die Solarpaneele sind Teil von AlpGrids, einem EU-Projekt, das die Energieautonomie abgelegener Alpenregionen verbessern soll. Der Bauer ist Mitglied der Association Communale de Production de Électricité Verte, ACOPREF. Die Energie aus dem lokalen Netzwerk garantiert Stabilität, sowohl bei den Stromrechnungen als auch bei der Stromverteilung. Mit dem normalen Netz haben wir manchmal Probleme mit der Stromversorgung. Im Hinblick auf die lokale Produktion gehen wir davon aus, dass es in Zukunft keine Stromausfälle mehr geben wird. AlpGrids unterstützt 7 Pilotprojekte für lokale Energiekreisläufe in den Alpenregionen von 5 EU-Ländern. Die Projektgesamtkosten belaufen sich auf 1,88 Millionen Euro. Davon stammen 1,59 Millionen Euro aus der europäischen Kohäsionspolitik. 12 Partner nehmen daran teil. In einigen der teilnehmenden Länder arbeiten die Pilotprojekte autonom, ohne Anschluss an das allgemeine Netz. In Frankreich ist diese Option gesetzlich nicht vorgesehen. Dort stellt der Projektpartner CNR das beste Verhältnis zwischen Produktion, wirtschaftlichem Gleichgewicht und Anschluss des Mikronetzes an die allgemeine Stromversorgung her. Der kollektive Eigenverbrauch von Energie besteht darin, dass eine Gruppe von Bürgern ihre eigene lokal begrenzte Energie produziert. Wir wollen kein kleines, isoliertes gallisches Dorf schaffen. Aber es ist eine Möglichkeit, lokale Energie zu erzeugen, die eventuell auch das Netz entlasten und die Lösungen für mögliche Netzprobleme bietet. Das Abenteuer begann, als 3 ehemalige Bürgermeister den Gemeindeverband ACOPREF gründeten und sich AlpGrids anschlossen. 6 Dörfer im Tal profitieren davon. Auch ein Kloster aus dem 12. Jahrhundert soll mit Sonnenkollektoren ausgestattet werden. Unser Ziel ist es, weitere Produktionsstätten zu entwickeln, damit wir 350 neue Abonnenten gewinnen. Das entspricht einem Einzugsgebiet von 750 Einwohnern in allen 6 Gemeinden. AlpGrids prüft die Ausweitung des Modells auf andere Regionen Europas.